herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist in der Nähe von Zürich zugeschaltet und es ist dies Romano Verdieri. Romano, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Romano. Ich habe dich eingeladen, weil wir uns ja vor einigen Jahren mal kennengelernt haben bei einem Kunden von mir. Du bist damals ganz frisch in die Geschäftsleitung eingestiegen und konntest, glaube ich, einen sehr wertvollen Beitrag auch leisten. Bei dir gefällt mir, dass du, dein Thema ist das Thema Bau grundsätzlich und es sind hier im Speziellen schlanke Bauabläufe und damit auch effiziente Prozesse und auf Neudeutsch könnte man sagen Lean Construction wahrscheinlich. Ja? Genau. Und du hast eben auch eine sehr, sehr wertvolle Expertise im Bauumfeld und die nutzt du heute, um das zum Wohle deiner Kunden auch einzusetzen als Inhaber der Constream Swiss GmbH. Und ich möchte dir auch am Anfang gerne die erste Frage stellen und zwar, wenn du heute einen Bericht schreiben dürftest über deinen Lebenslauf und dieser Bericht braucht jetzt eine Überschrift. Wie lautet diese Überschrift? Ja, ich bin ein schlechter Schriftsteller, darum gibt es nicht einen ganzen Satz, sondern ich habe da eigentlich so drei Begriffe, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist neugierig, dann vielseitig und der dritte Teil, das sind ungewöhnliche Skills oder eine ungewöhnliche Kombination von Skills. Und ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Neugierig, vielseitig muss man, glaube ich, nicht so erklären. Aber die ungewöhnlichen Skills, ich denke, wir kommen nachher vielleicht noch kurz drauf auf meine Ausbildung. Aber mir geht es da mehr um die Sachen, die ich rundherum noch kann oder auch mal gelernt habe. Und da habe ich sehr viele Sachen, die ich mir autodidaktisch beigebracht habe. Also sicher gehören die Sprachkenntnisse dazu, da habe ich so ein Flair dafür. Ich spreche sehr, sehr gerne Fremdsprachen. Also da gehören natürlich neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Italienisch dazu. Alle drei Sprachen habe ich inzwischen selber so gut gelernt, dass ich sie auch im Geschäftsumfeld wirklich gut einsetzen kann, das auch schon viel gemacht habe. Ich habe dann auch mal versucht, Russisch zu lernen. So ein bisschen Ferienspanisch kann ich auch. Also ja, du merkst, Sprachen liegen mir, das mache ich gerne, die brauche ich sehr gerne. Es sind aber nicht nur die Sprachen. Ich bin auch kreativ, ich zeichne gerne und da heißt gerne nicht immer gut, aber ich mache es gerne. Ich fotografiere, ich nehme Videos auf, ich kann Videos schneiden, Fotos bearbeiten, also so der ganze Bezug dann zu den Schnittprogrammen und der Software, das liegt mir sehr. Ich bin sehr gerne als Didakt unterwegs, das heißt, ich bilde gerne andere Leute aus und mache das auch dann immer wieder gerne mit, sei das Videos, mit Zeichnungen, also nicht so der klassische Frontalunterricht mit PowerPoints. Und Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, die merken dann jeweils sehr schnell, dass ich auch im Bereich EDV recht versiert bin. Also ich bin eigentlich in jedem Job, den ich bis jetzt hatte, sehr schnell mal zur Anlaufstelle geworden für ein bisschen anspruchsvollere Fragen, vor allem wenn es dann um Excel geht, um die Auswertung von komplexen Daten. Da kenne ich die Tools dann doch recht gut. Ja, habe mir da ein bisschen Spezialistenwissen aufgebaut. Und das ist natürlich eine Ergänzung zu meiner Grundausbildung als Ingenieur. Und das zeichnet mich aus. Das hat mich sicher auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Ich kann eine Vielzahl von Sachen, die es in der Kombination vermutlich nicht mehr oder nur sehr selten gibt. Okay, sehr, sehr schön. Jetzt vielleicht nochmal ganz zurück. Was hat dich damals bewogen, an der ETH Zürich hier Bauwesen zu studieren? Ja, ich könnte jetzt da extrem weit ausholen. Ich versuche das mal in der Kurzform zu machen. Also, dass ich im Bauwesen lande, das war mir schon recht früh klar. Mein Vater hatte früher ein Architekturbüro und hat mich immer wieder auf Baustellen mitgenommen. Mein Spielplatz, der war nicht auf dem Spielplatz, sondern der war auf Baustellen. Das durfte man damals schon nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Und ja, der Bezug war klar. Ich habe dann ziemlich schnell mal überlegt, was möchte ich wirklich, will ich wirklich in die Fußstapfen meines Vaters, in die Richtung Architektur? Ja, da auch wieder so der kreative Ansatz. Oder gehe ich nicht lieber doch in Richtung Bauingenieur? So mehr der technische Ansatz, weil das liegt mir auch sehr stark. Und nach längerem Hin und Her, und ich habe danach ein Schnupperpraktikum gemacht in einem Ingenieurbüro, habe ich dann für mich entschieden, nein, ich wähle bewusst das Bauingenieurstudium, weil das gibt mir persönlich mehr Möglichkeiten. Und so der kreative Teil, den ich dann vielleicht im Architekturstudium mehr gehabt hätte, da bin ich nicht so stark eingeschränkt. Das kann ich später dann immer noch machen. Dann habe ich mich dann wirklich dazu durchgerungen, an der ETH das Bauingenieurstudium zu absolvieren. Und ich habe schon gesagt, du bist ja wirklich dem Bau auch bis heute wirklich auch treu geblieben. Kannst du vielleicht mit ein paar Worten kurz so deine Laufbahn beschreiben, respektive was hat dich dann motiviert, auch von den Stellen her und den Unternehmen, dich da entsprechend auch zu entwickeln letztlich? Ja, wenn du sagst, im Bau treu geblieben, zumindest im entfernten Sinn. Ich bin nicht immer nur auf der Baustelle jetzt im bildlichen Sinn unterwegs gewesen, sondern auch in der Zulieferindustrie. Wenn ich das zusammenfassen soll, eingestiegen bin ich in einem Ingenieurunternehmen, Ernst Basel und Partner, und war da im Bereich Projektmanagement tätig. Da hat mich von der Titel des Bereichs interessiert, Projektmanagement, und auch das Thema, das ich da behandelt habe, das war Materialbewirtschaftung und vor allem auch Baulogistik. Also das sind mehr so die Nebenthemen, könnte man vielleicht denken, im Bauwesen. Und es stellt sich dann recht schnell heraus, das sind die wirklich wichtigen Brennpunkte. Wenn man die im Griff hat, dann hat man das Bauen auch ziemlich schnell mal im Griff. Ich habe dann gewechselt, darum habe ich gesagt, im Entferntesten mit der Baustelle. Ich habe gewechselt zu Holcim, zu einem Baustoffhersteller und Lieferanten. Und da bin ich eigentlich das erste Mal bewusst mit dem Thema Prozessoptimierung in Kontakt gekommen. Am Anfang ging es darum, Betonanlagen, Produktionsprozesse in der Betonindustrie zu verbessern. Und offensichtlich habe ich da meinen Job nicht so schlecht gemacht, weil der Spartenleiter hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht interessiert wäre, ja, mich weiterzubilden. Ich hatte dann die Möglichkeit, ein MBA zu machen, MBA, EMBA, berufsbegleitend. Und gleichzeitig hat er mich dann auch noch nach Hünfangen geschickt. Da ist das größte Kieswerk der Schweiz, und habe mich gleich verantwortlich gemacht als Betriebsleiter. Das heißt, ich war da verantwortlich für ein Team von 32 Leuten und eine Jahresproduktion von, damals waren es, glaube ich, um die 2 Millionen Tonnen Kies, die wir da produziert haben. Und da ging es natürlich sehr schnell auch wieder um das Thema Optimierung, Prozessoptimierung. Und die Aufgabenstellung damals war noch recht spannend, weil als ich gekommen bin, hat das Werk gelitten unter vielen Anlagestillständen. Zwischen den Abteilungen hat so ein bisschen Krisenstimmung und Streit geherrscht. Und ich habe dann ziemlich schnell mal gemerkt, dass es nicht um die Anlage geht und auch nicht um die Leute, die nicht wollen, sondern dass es schlussendlich ein Zielkonflikt war, der beides verursacht hat. Also ganz einfach ausgedrückt, im Kieswerk gibt es Silos. Die einen füllen die Silos, die anderen leeren die Silos. Die produzieren, die wollen natürlich immer, dass die Silos leer sind und man weiter produzieren kann. Die Züge beladen, die sind darauf angewiesen, dass die Silos immer möglichst voll sind. Und wenn man die beiden Funktionen natürlich in zwei verschiedene Abteilungen aufteilt und dann auch noch die Ziele ungeschickt formuliert, dann führt das genau zu den Situationen, die ich vorhin geschildert habe. Und die Lösung war da, zuerst mal die Organisation anzupassen. Und das hat dann ziemlich schnell auch die Resultate beeinflusst und auch die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden. Was ich dann allerdings auch gelernt habe, und ich denke, das ist gültig für viele Bereiche, so die
kulturellen Differenzen oder auch die Kommunikation zwischen den Leuten, die ändert man nicht einfach so von einem Tag auf den anderen. Da muss das Vertrauen dann wieder aufgebaut werden. Aber ja, ich tauche schon wieder ab. Du merkst, ich habe so ein gewisses Flair und auch Begeisterung für das Thema Optimierung und Prozessoptimierung. Du hast vorhin noch gesagt, wir haben uns bei 4B kennengelernt. Da vielleicht noch kurz. Ich war bei 4B verantwortlich für den Bereich B2B Operations. Das ist so ein bisschen kryptisch für Projektleitung und Montage. Das heißt, ich hatte alle Projektleiter im Bereich Profikunden unter mir. Das waren insgesamt ungefähr 150 Mitarbeitende. Und als ich angefangen habe, war die Aufgabenstellung die, hör mal, Romano, das ist ein sehr anspruchsvoller Bereich. Da kämpfen wir schon seit langem mit Performance-Problemen. Und das hat sich dann auch gezeigt, der Bereich hat die Kapazität der Firma wirklich eingeschränkt. Also es waren nicht die Maschinen in der Fabrik, sondern es waren meine Projektleiter, die nicht mehr Projekte abwickeln konnten. Einfach weil sie die Arbeit gar nicht schneller machen konnten. Und da habe ich dann auch schnell erkannt, ja, es gibt so gewisse Sachen, die sind nicht optimal aufgestellt. Also ein Projektleiter, der einerseits Fenster vorbereiten sollte, die zeichnen muss und für die Produktion vorbereiten muss und dann ständig wieder Telefonanrufe bekommt von der Baustelle, wo der Bauleiter sagt, hey, wo sind die Monteure oder das und das läuft nicht, der landet sofort im Thema Multitasking. Und das funktioniert nicht. Also ich sage auch von mir selber, ich kann Multitasking nicht. Und jeder, der behauptet, er könne es, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Die es können, Kompliment. Ich bin der Meinung, Multitasking ist der falsche Weg im Leben, weil man kann das auf verschiedene Arten zeigen. Es verlängert Prozesse. Und das ist von mir aus gesehen der falsche Weg. Und auch da lag die Lösung wieder darin, Aufgaben richtig zuzuweisen, die Organisation richtig einzurichten, so dass sich jeder auf seine Arbeit konzentrieren kann und auch Ziele verfolgt, die im Gesamtbild miteinander zusammenpassen. Es reicht nicht, wenn jede Abteilung ihre eigenen Ziele verfolgt und die Ziele dann miteinander konkurrenzieren. Mhm, wunderbar. Bevor wir jetzt dann auch gleich zu deinem Angebot jetzt auch kommen und zu dem, was du auch heute machst, vielleicht noch eine kurze Frage. Aus heutiger Sicht, welche Aus- und vielleicht auch Weiterbildung waren für dich doch sehr, sehr wertvoll oder prägend? Ja, es gibt natürlich verschiedene. Also das Studium an der ETH war für mich sehr intensiv und auch prägend, weil im Ingenieurstudium habe ich meine analytischen Skills, die ich früher sicher schon in der Basis hatte, aber da habe ich sie echt verfeinert und auch systematisch anzuwenden gelernt. Also das hat mich für mein Leben geprägt. Das ist auch etwas, das Leute kennen, die mit mir zusammenarbeiten. Für mich ganz wertvoll war auch die Weiterbildung im MBA, also das klassische Master of Business Administration. Einfach deswegen, weil es eine hervorragende Ergänzung ist zum Ingenieurstudium. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es machen soll, weil jeder macht ein MBA. Und ich bin dann zum Schluss gekommen, dass es in der Kombination richtig gut zusammenpasst. Und da bin ich heute noch der Meinung, und ich denke, das ist auch ein Tipp, den kann man jedem jungen Ingenieur mit auf den Weg geben, sich betriebswirtschaftlich später auch noch weiterzubilden. Nicht sofort, da ist die Erfahrung im Beruf sehr wertvoll. Auch heute, ich würde das nicht direkt nach dem ETH-Studium machen, aber so ein paar Jahre später ist das wirklich die ideale Ergänzung dazu. Mhm. Sehr, sehr gut, wunderbar. Jetzt, ich hatte ja schon gesagt, dass du heute dein eigenes Unternehmen führst, die Constream Swiss GmbH. Constream, erstmal, was bedeutet das? Ich so als Laie, wenn ich da so hinschaue und höre, was du sagst, das hätte das wahrscheinlich etwas mit Streamlined Construction oder sowas zu tun. Stimmt das? Ja, du liegst nicht so weit davon entfernt. Also Constream ist wirklich ein Kunstwort. Das setzt sich im vorderen Teil zusammen und da kann man ein bisschen spielen. Der wichtigste Teil ist natürlich Construction. Also das englische Wort für Bauen. Aber es versteckt sich auch noch der Teil Consulting drin. Also
Consulting, Construction und Stream, ja, du sagst es richtig, Value Stream. Das ist der Begriff, der sich da drin versteckt. Also der Wertstrom, das ist das wichtige Thema, das sich durch das Ganze, ja, das zieht sich durch jede Industrie durch, aber das ist jetzt wirklich mein Thema, um das ich mich auf der Baustelle kümmere. Sehr gut. Und jetzt, was machst du da ganz genau? Ja, auch hier, ich glaube, ich muss ganz kurz ausholen, weil ich kann mir vorstellen, nicht alle deine Hörer sind im Baugewerbe tätig und da gibt es verschiedene Ausgangslagen. Ich glaube, wenn man vom Baugewerbe spricht, dann ist ein Zitat, das Anton Affentranger, damals CEO der Implenia, oft gemacht hat, folgendes. Er hat gesagt, der Bau gehört zu den ineffizientesten Industrien überhaupt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen von deinen Hörerinnen und Hörern auch so geht, egal ob sie selber im Baugewerbe unterwegs sind oder gar nichts damit zu tun haben. Jeder kennt irgendjemanden, der schon mal mit Bau zu tun hat oder weiß es auch aus den Medien. Ich glaube, da müssen wir die ganz großen Projekte aus unserem nördlichen Nachbarland nicht namentlich erwähnen. Aber das kennt auch jeder persönlich. Wenn es ums Bauen geht, dann ist immer das Thema Qualität stimmt nicht, Mängel, Terminverzug und es kostet sowieso viel mehr, als man gedacht und geplant hat. Das ist die Ausgangslage. Und jetzt vielleicht den Link zu dem, was ich mache. Ich unterstütze Unternehmen im Bereich Prozess und Unternehmensentwicklung. Und zwar Unternehmen im Baugewerbe. Das heißt, mein Ziel ist es wirklich, daran, an dem Fakt etwas zu verändern. Und das ist noch interessant, ich bekomme da immer wieder die Reaktion, also die Antwort von skeptischen Firmeninhabern, Projektleitern, Bauleitern, so nach dem Motto, ja, jetzt kommt wieder der Besserwisser und sagt uns, wir hätten bis jetzt alles falsch gemacht. Ich denke grundsätzlich nein. Wenn wir bis jetzt alles falsch gemacht hätten, dann wären wir nicht da, wo wir sind. Es gibt sehr viele gut laufende Firmen im Bauwesen, die funktionieren bestens. Es gibt andere, die haben etwas mehr Mühe. Aber ich glaube, bei allen gilt, nein, wir haben nicht alles falsch gemacht. Aber wir haben ziemlich sicher auch nicht alles richtig gemacht. Und ich glaube, da gilt es, den Hebel anzusetzen. Und da mache ich sehr gerne die Analogie zum Sport. Christoph, du weißt das, wer im Sport erfolgreich sein will, der kann nicht einfach an das nächste Turnier gehen oder an den nächsten Wettkampf und das Gefühl haben, er könne gewinnen. Und wer nicht gewinnen will, der spielt am Schweizerdeutsch sagen wir Krümpelturnier in der Lokalliga, wo es um nichts geht. Da kann man mitmachen, weil Spaß macht, aber da verdient man kein Geld damit. Und gleich wie im Sport ist es im beruflichen Wettbewerb auch. Wir machen mit, um Geld zu verdienen. Und wer denkt, er könne einfach von Projekt zu Projekt hüpfen und damit Geld verdienen, ja, das mag funktionieren, durchschnittlich gut. Wer aber gut werden will, der muss wirklich an seiner Form und auch an seiner Technik arbeiten. Das heißt, da gilt es, sich selber immer wieder zu reflektieren, zu überlegen, was mache ich, welche Tools setze ich ein, wie funktionieren meine Prozesse. Und da komme ich ins Spiel, da unterstütze ich. Ich brauche den Begriff Coach nicht so gern, weil der ist sehr stark abgenützt und nicht unbedingt im positiven Sinn verwendet. Aber wenn ich die Analogie zum Sport mache, dann trifft der Begriff das eben doch, was ich mache, weil ich helfe den Unternehmen, wie der Coach das im Sportler macht, seine Technik zu verbessern, ihm eigentlich den Spiegel vorzuhalten und sagen, schau, da bist du stark, das ist deine Stärke, arbeite an der, da gibt es noch gewisse Sachen, die kannst du tunen und da habe ich auch so meine Erfahrung und meine Toolbox, wo ich sagen kann, hör mal, das sind vielleicht die, jetzt im übertragenen Sinn wieder die Trainingsmethoden, die du anwenden kannst, um besser und effizienter zu werden. Jetzt wie,
Also an wen richtet sich das Angebot? Das heißt, sind das eher größere Unternehmen, eben kleine Unternehmen? Hast du von der Branche, klar, sich natürlich im Bauumfeld, natürlich, ganz klar, aber oder kannst du uns da vielleicht mal auf so in so einen Prozess mal mitnehmen? Das heißt, dass was kann das für ein möglicher Kunde sein? Wie gehst du da vor? Was machst du das und wie kann man da profitieren? Ich richte mich eigentlich bewusst eher an kleinere und mittlere Unternehmen. Die großen Unternehmen, also das sind die großen Bauunternehmungen in der Schweiz zum Beispiel, die sind in dem Bereich entweder selber schon tätig und haben da ihre eigenen Abteilungen, die sich darum kümmern. Und die, ich sage das jetzt mal ein bisschen despektierlich, die können sich das Wissen selber einkaufen, indem sie die Spezialisten haben. Da gibt es auch Unternehmensberatungen, die auf das Thema spezialisiert sind. Das sind dann wirklich die Großen. Und mit denen will ich nicht im direkten Konkurrenzkampf stehen. Also da bin ich als Einmannfirma sicher nicht richtig aufgestellt. Ich richte mich eher an die Kleineren und an die Mittleren, die nicht die Mittel haben, da selber Spezialisten einzustellen und in ihr Team aufzunehmen, sondern um genau die Unterstützung froh sind. Und der Einstiegspunkt, der kann ganz unterschiedlich sein. Also sehr oft ist ein einzelnes Projekt ein Einstieg. Man sagt, hey, wir haben ein großes Projekt gewonnen, wir haben da die und die Bedürfnisse. Kann verschiedene Punkte betreffen. Die einen sagen vielleicht, du, hör mal, wir haben das vorhin den Begriff gebraucht, Lean Construction. Wir haben das schon mal gehört. Wir haben da einen Projektleiter, der hat das schon mal gemacht. Wir haben aber zu wenig Erfahrung. Hilf uns damit bitte. Es kann aber auch anders geartet sein, dass ein Unternehmen sagt, in dem Projekt, da haben wir vor allem Kopfschmerzen im Bereich Baulogistik. Und egal wie der Einstieg ist, mein Ansatz ist eigentlich immer ein möglichst ganzheitliche. Du magst dich noch erinnern an die Beispiele, die ich vorhin gebracht habe, bei der Kiesproduktion oder auch mit den Projektleitern. Ich stürze mich selten gleich direkt auf die Baustelle, auf die Produktionsprozesse. Das kann man schon machen, aber das ist in der Regel nicht zielführend. Sondern ich versuche wirklich mit dem Kunden zusammen ein Gesamtbild zu zeichnen, zu schauen, was gehört alles dazu, wo setzen wir an. Und dann natürlich konkret wieder maßgeschneidert in einem kleinen Bereich ein Konzept entwickeln, mit dem man die Prozesse wirklich verbessern kann. Und ein sehr interessanter Ansatz, der wirklich ein Türöffner ist, jetzt nicht nur in der Akquisition, sondern auch im Projekt selber, das ist wirklich die Schulung. Ich habe eine Schulung, wo ich mit einem Gebäudemodell arbeite. Das ist wirklich ein physisches Modell von einem Gebäude, einzelne Stockwerke. Die werden dann in der Simulation innerhalb der Schulung, das ist meistens so ein Tag oder vielleicht auch, wenn es dann ausführlich ist, eine zweitägige Schulung, macht man verschiedene Simulationsdurchgänge und jeder Teilnehmer, der spielt ein eigenes Gewerk. Also ein Teilnehmer ist zum Beispiel der Gipser, ein anderer Teilnehmer ist der Maler, der dritte ist Elektriker, Sanitär und so weiter. Und jeder hat seine Aufgaben, die er an diesem Modell ausführen muss. Und da gibt es ein Terminprogramm, das gilt es einzuhalten. Die Teilnehmer haben dann ungefähr 20 Minuten Zeit, um den Ausbau von dem Gebäude zu machen. Und die Simulation, die spielen wir in 2 oder 3 Runden durch. Und die erste Runde, die ist so ein bisschen da, um die Leute abzuholen, wo man den klassischen Ablauf durchspielt. Und die Reaktionen sind eigentlich immer die gleichen. Hey, ja, das ist auf der Baustelle 1:1 das Gleiche. Also du hörst es auch, die Diskussionen, die zwischen den, in Anführungszeichen, Gewerken stattfinden, die bekommst du auf der Baustelle genau gleich und vermutlich im gleichen Tonfall und in der gleichen Ausdrucksweise mit. Und dadurch gelingt es, die Leute sehr schnell abzuholen, wo sie sagen, hey ja, das ist ja nicht nur Theorie, sondern das lehnt sich schon mal an das an, was ich kann. Und dann führe ich die Teilnehmer mal im ersten Theorieblock an das Thema schlanke Abläufe hin und zeige Ihnen, was geht denn. Ich mache da auch die Analogie zur produzierenden Industrie, weil da wird ein sehr schnell
oder muss anders sagen, in der produzierenden Industrie sind die Prozesse sichtbarer. Da ist es schneller sichtbar, was nicht funktioniert. Und ich übernehme das dann in die Schulung. Wir bereiten die zweite Runde vor und machen das dann nach den Prinzipien von, ich brauche den Begriff nicht so gern, du merkst es vielleicht, Lean Construction oder eben schlanke Bauabläufe. Und schon in der zweiten Runde schaffen es die Teilnehmer dann in der Regel, in den 20 Minuten die Aufgabe zu lösen. Und dann je nachdem, wie viel Zeit wir haben, machen wir noch eine dritte Runde, wo es dann wirklich, da fängt es an, Spaß zu machen. Da kommen die Leute aus sich raus, da haben sie nämlich die Aufgabe, die Prozesse zu optimieren. Da geht es dann wirklich darum, wie schneide ich jetzt das Blatt Papier aus, das ich nämlich brauche. Das ist so der Teppich, den man dann legt. Wie mache ich das am besten mit dem Japanmesser oder mit der Schere oder wie geht das am besten? Und da hole ich die Leute ab. Und das Wichtige ist wirklich, den Bezug zu schaffen. Ich habe die Schulung auch schon gemacht mit Subunternehmen, also mit Leuten, die nicht so begeistert sind von Schulungen. Die kommen dann in die Schulung rein, ziemlich unmotiviert und haben das Gefühl, ja, wieder einen Tag in den Sand gesetzt. Dann machen sie am Vormittag mal die Schulung und lernen das Thema kennen. Beim Mittagessen sagen sie dann, okay, da scheint doch was dran zu sein, eigentlich ganz interessant. Und in der Konstellation machen wir dann am Nachmittag mit den Subunternehmen zusammen wirklich einen Taktplanungsworkshop. Also da wird das Terminprogramm für das konkrete Programm mit den Subunternehmen zusammen entwickelt. Das ist in der Regel schneller. Also die Bauzeit verkürzt sich dadurch, interessanterweise. Also die wollen schneller bauen, als ursprünglich der Projektleiter geplant hat. Und wo ich eigentlich darauf hinaus will, am Ende des Tages ist die Reaktion der Leute dann, hey, hör mal, das ist das erste Mal, dass wir an ein Terminprogramm glauben, weil wir konnten selber mitarbeiten und wir haben auch die Theorie, die Abläufe dahinter so kennengelernt, dass wir sagen, doch, das funktioniert, wir wollen so bauen. Und das schönste Feedback ist dann, wenn das Projekt so umgesetzt wird, abgeschlossen wird und am Ende des Projektes die gleichen Subunternehmer zu meinem Kunden kommen und sagen, hey, hör mal, wenn du das nächste Mal ein Projekt so durchführst, melde dich bitte wieder bei uns, wir würden sehr gerne mitarbeiten. Mhm. Super, wunderbar, herrlich. Jetzt dann noch ein paar Fragen auch zu dir als Person. Und zwar, kannst du heute mehrheitlich das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ich kann es heute viel, viel mehr, als ich es früher konnte. Ja, das war auch der Grund, wieso ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich mich wirklich auf das Thema konzentrieren will und das auch tue. Mehrheitlich ist schwierig zu sagen, weil du kannst dir vorstellen, du weißt es selber auch, es gibt so viele Sachen, die du noch machen musst, wo du einfach nicht drumherum kommst, wo ich sage, das gehört nicht zum eigentlichen Wertstrom. So im Lean Talk wäre das dann die Verschwendung. Und davon gibt es bei mir leider auch sehr viel. Daran arbeite ich sehr gerne und intensiv. Komme nachher bei den Tools vielleicht noch drauf. Aber um deine Frage nochmal kurz zu beantworten, doch grundsätzlich schon. Dürfte gerne noch mehr sein. Sehr schön. Jetzt eine kleine philosophische Frage. Und zwar, was würdest du als deine Berufung, deine Bestimmung, dein Warum, dein Wofür bezeichnen? Was würdest du da sagen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du schon rausgehört hast, Christoph. Meine Berufung, die ist natürlich sehr eng mit dem Bauwesen verbunden. Ob man das jetzt Berufung nennen soll, ja, sei dahingestellt. Aber als ich die Firma Constream gegründet habe ich mir wirklich vorgenommen, die Effizienz im Bauwesen zu verbessern und um da jetzt auch nochmal so ein Unwort zu brauchen, nachhaltig zu verbessern. Sehr schön, wunderbar. Gibt es auch, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, so etwas, wo du sagst, Mensch, das hätte ich so dem 20-jährigen Romano wirklich noch gern mit auf den Weg gegeben? Ich habe einen Punkt, den finde ich noch wichtig, den würde ich glaube heute noch intensiver machen und vielleicht auch früher. Und zwar ganz einfach, vergleich dich nicht mit anderen. Es bringt nichts, sich zu überlegen, wie viel der Kollege verdient oder der Freund, den man in der Schule hatte und was der jetzt für ein Riesensalär hat. Sondern es geht um sich selber.
was man machen will, wo man sich wohlfühlt und wie man sein Leben gestalten wird. Also vergleich dich nicht mit anderen. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, und zwar das Thema Programme oder Internetressourcen. Da hast du, glaube ich, ein paar ganz spannende Hinweise zu Programmen oder eben auch Apps, die vielleicht noch ganz nützlich sind auch für uns. Ja, ich habe es dir gesagt, ich habe einen ganzen Strauß von Tools. Ich habe da versucht, ein bisschen Auswahl zu treffen. Es sind trotzdem noch einige übrig geblieben. Ein wichtiges Tool, das ich wirklich jeden Tag brauche, also zumindest jeden Arbeitstag, das ist OneNote. OneNote hat mir geholfen, weitgehend papierlos unterwegs zu sein. Also nichts gegen Papier, ist für mich ein wichtiges Tool. Ich zeichne und schreibe sehr gerne auf Papier, aber ich brauche Papier nicht gerne als Datenspeicher. Und da hilft mir OneNote wirklich sehr gut. Dann habe ich aber noch andere Tools, die vielleicht nicht so bekannt sind. Das eine nennt sich The Brain. Also das ist wirklich das englische Wort für Gehirn. Da schreibt sich auch The Brain in ein Wort. Das ist eine App, die ein bisschen an Mindmapping erinnert. Da kann man Gedanken festhalten, die miteinander verknüpfen. Aber nicht so im klassischen Mindmapping-Stil mit einem Gedanken in der Mitte und dann verästelt sich das Ganze nach außen, sondern es ist freie. Man kann die Gedanken sehr stark miteinander verknüpfen und das ist recht dynamisch. Man kann auch Notizen dazu ablegen, man kann Dokumente dazu ablegen, Weblinks reinziehen. Und das ist ein Tool, das ich sehr gerne brauche, wenn es um kreative Prozesse geht, wo man viele Gedanken hat und die versucht zusammenzufassen oder auch weiter zu bearbeiten. Und auch ein bisschen in die Richtung geht das nächste Tool. Da geht es auch wieder darum, Gedanken zu fassen. Die App, das ist eine iPad-App, die gibt es inzwischen auch für den PC, die heißt Concepts. Das ist ein einfaches Zeichenprogramm, vektorbasiert. Und ich brauche das Programm deswegen sehr gerne, weil das hat die sogenannte unendliche Leinwand. Das heißt, ich kann da zeichnen und zeichnen und zeichnen und notieren, so weit raus, wie ich will. Und ich komme nie an den Rand des Papiers. Weil das ist so ein Punkt, das stört mich immer, wenn ich auf Papier arbeite. Ich muss mir früh überlegen, was kommt wohin. Weil das kennt jeder, sonst kommt man irgendwann an den Rand und fängt an, ums Eck zu zeichnen. Das mit Concepts App kann ich da unendlich weit zeichnen. Und dann noch der letzte, das geht mehr in die eigene Produktivität rein. Ich denke, jeder von uns kennt To-Do-Listen. Ich arbeite noch nicht so lange mit Todoist. Ich finde das einfach und übersichtlich. Und ich habe Todoist vor allem deswegen ausgewählt, weil sich die App mit Google Kalender verknüpfen lässt. Und das Coole daran ist, alle meine To-Do-Punkte, also meine, in der Schweiz sagen wir dazu Pendenzen oder meine Tasks, die kann ich im Kalender darstellen und denen auch eine zeitliche Dimension geben. Und das ist für mich ein Riesenvorteil gegenüber der klassischen Liste, weil da verliere ich irgendwo den Überblick, die wird länger und länger und länger. Und ich vergesse ganz, dass ich das Zeug dann irgendwann auch erledigen müsste. Und wenn ich es im Kalender stehen habe, und zwar nicht nur als einen Punkt, sondern auch als Zeitabschnitt, dann muss ich doch ziemlich bald mal das Ganze auch so aufnehmen, dass ich sage, hey, ich muss das planen, sonst schaffe ich das nie und nimmer. Oder ich gehe hin und das hilft dann eben auch wieder. Ich finde das auch immer wichtig, ab und zu auch mal durchkämmen, gewisse Sachen einfach rauskippen und sich selber sagen, ich würde das zwar unheimlich gern machen, ich schaffe das aber nicht, ich kann das nicht alles. Ich muss da eine Auswahl treffen und der Punkt, der fliegt jetzt leider raus und ich schmeiße den wirklich ganz raus oder setze den auf eine Someday-Maybe-Liste. Irgendwann vielleicht. Genau, wunderbar. Super. Hast du auch noch Bücher, die dich selber begeistert haben oder sagst, die möchte ich auch hier gerne weiterempfehlen? Also Bücher und auch natürlich Hörbücher? Ja, also ich höre sehr gerne Hörbücher. Ich nutze immer die Zeit im Auto oder auch wenn ich unterwegs bin oder auch beim Joggen, um Hörbücher zu hören. Da bin ich jetzt gerade an einem, das heißt Deep Work von Cal Newport. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, das kann ich immer wieder mal hören. Ja, ich
Ich werde dir nicht die ganze Liste meiner Hörbücher übermitteln, aber das ist so das, da bin ich jetzt gerade dran. Das ist nicht das Wichtigste, aber das ist so eins, das habe ich doch schon ein, zweimal gehört. Dann habe ich aber noch drei Bücher, die sind interessant, weil sie sehr stark im Bereich Prozessoptimierung und auch Lean Management zu Hause sind. Ich finde Eliyahu Goldratt, das ist ein israelischer Autor, extrem interessant. Der hat ein Buch geschrieben, The Goal, das Ziel. Und er schreibt seine Bücher im Romanstil und hat eine unheimlich spannende Art, Business-Themen in Roman zu verpacken. Und er hat das Thema Prozessoptimierung, Wertstrom in dem Buch The Goal, da gibt es auch noch Folgebücher, wirklich hervorragend beschrieben. Das ist dann technisch nicht so das Detaillierte, wo man dann gerade lernt, wie man es macht. Dazu gibt es dann das zweite Buch, das ich dir empfehle oder das ich gut finde. Das ist von Uwe Techt, einem deutschen Autor. Und das Buch heißt, glaube ich, Critical Chain. Er lehnt sich sehr stark an Goldratt an, geht aber viel stärker in das Wie. Wie kann ich die Theorien und die Ansätze brauchen? Also die Kombination finde ich super. Und dann das dritte Buch im Bereich Prozessoptimierung, das ist so mein Favorit, weil den lege ich wirklich jedem ans Herzen, der schon mal was von Lean gehört hat. Oder was darüber lernen will oder selber schon behauptet hat, er sei Lean. Das ist ein Buch von Niklas Modig. Er ist, glaube ich, Norweger oder Schwede. Behafte mich da bitte nicht drauf. Ich hoffe, er nimmt mir das auch nicht übel. Das Buch, das heißt This is Lean. Das gibt es auch auf Deutsch, wurde in viele Sprachen übersetzt. Das ist Lean. Und er übersetzt oder er beschreibt in dem Buch auf einfache und prägnante Art und Weise, was Lean bedeutet. Ohne da in die technischen Details reinzugehen, sondern in einer sehr verständlichen und übersichtlichen Art und Weise. Also das Buch kann ich jedem ans Herz legen, egal ob er im Bereich Prozessoptimierung unterwegs ist oder nicht. Oder nicht, super. Wunderbar, Romano, vielen, vielen Dank dafür. Wenn es jetzt jemand hört und sagt, würde wahnsinnig gerne mal mit dem Romano Verdieri mal Kontakt aufnehmen, wie macht man das jetzt bei dir? Ja, für mich natürlich am allerliebsten über meine Webseite www.constream.ca. Da erfährt man auch noch mehr über mich oder meine Inhalte. Ich habe jetzt kürzlich auch noch ein Video hochgeladen, wo man noch ein bisschen genauer sieht, was ich mache. Ich bin aber auch auf verschiedenen sozialen Plattformen, also so viele sind es nicht, sind Xing und LinkedIn, da bin ich präsent. Da bin ich natürlich offen. Ich bin allerdings ein bisschen zurückhaltend. Ich nehme nicht jeden an. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass sehr viele versuchen, einfach Kunden zu gewinnen. Und gerade jetzt, als ich mich selbstständig gemacht habe, sind wir so ungefähr die gleiche Laie. Was von daher vielleicht nicht enttäuscht sein, wenn ich nicht sofort annehme. Aber auf meiner Webseite, da steht die E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Also ich bin erreichbar. Man sieht, was ich mache. Gerne auch über LinkedIn und Xing Kontakt aufnehmen. Dann gerne mit einer kurzen Einleitung, nicht nur mit, ich möchte gerne Kontakt aufnehmen. Super, wunderbar. Romano, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und vielleicht bis bald wieder. Mach's gut. Danke, Christoph. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald, dein Christoph.